Das ist die Papaya Farm. Oh, ich muss auch um Essen. Muss ich mich auch nochmal kümmern. Mal gucken. Auslandsbeziehungen haben sich mal wieder verschlechtert. Die internationale Gesundheitsorganisation ist... Ah, und wir sind wieder erreichbar. Wir kriegen endlich neue Arbeitskräfte. Es wurde aber auch Zeit. Meine Fresse. Kann jetzt trotzdem nicht viel mehr machen. Wir haben wieder Finanzhilfen bekommen, warten im Prinzip auf das nächste Schiff. Wir sind jetzt vier Leute. Vier Leute, die an dem Schmuck klöppeln. Exportieren sie teuren Schmuck. Dafür brauchen wir Strom. Da kommt schon mal ein Schiff. ...20.000. Also, das sieht doch schon wesentlich besser aus. Also, was wollte ich haben? Erstmal eine Einwanderungsbehörde. Nee, brauche ich nicht. Das würde mich jetzt nur in der Mission weiter vorantreiben und das will ich so weit wie möglich erstmal nach hinten schieben. Das heißt, wir kümmern uns erstmal um Unterhaltung, um den einen Auftrag abzuschließen. Das Kabarett kommt hier mit hin. Und wir brauchen Apartments. Apartamentes. Das passt hier nicht hin. Das ist doof. So. Dann will ich diese Baracke hier weghaben. Allgemein alle Baracken. Ach, guck mal. Wir haben endlich eine Müllkippe. Es wurde aber auch Zeit. Gleich mal bezahlen und dann gucken wir auch gleich nach Strom. Windturbine erforschen, dann haben wir noch 4.000 übrig. Warten auf den nächsten Verkauf. Das müsste ja jetzt bald sein. Kriegen schon wieder neue Waren, die wir verkaufen können. Sieht so aus, als wenn das hier schön hoch liegt. Was ist, wenn wir hier die ganzen Windturbinen aufbauen? Oder sollte ich das hier machen? Ich weiß nicht, was höher ist. Wir werden es gleich ausprobieren. Da können wir wieder ein Museum fertig machen. Gott, ist das Gebiet groß, aber das gefällt mir. Das ist toll. Sie sind unterrepräsentiert, Präsident. Ihr Volk denkt... Wir sollen zwei Präsidentenmuseen beinhalten. Behaben? Was? Na gut. Demnächst, wenn wir wieder Geld haben. Es kann noch eine Weile dauern, so wie es aussieht. Da kommt ein Schiff. Ein Schiff wird kommen. Ich weiß nicht, wie wir immer so viel Geld ausgeben. So, schon wieder Staatsschulden. Gibt schon wieder schlechte Beziehungen. Schon sind wir wieder bei 15.000. Ein neues Präsidentenmuseum kommt hier mit hin. Ich möchte einige Worte zu unserem neuen Kabarett sagen. Fräulein Ananas, ich versichere Ihnen, dass es nur der Fortbildung dient. Ich wollte nur sagen, dass meine Show um 8 Uhr beginnt. Und Sie werden mich mit Frau ansprechen, Penultimo. So, mach mal ordentliche Straßen. Dann haben wir schon mal die Möglichkeit, ein bisschen mehr hier hinzusetzen. Das ist okay. Ach, und wieder Geld bekommen. Sehr gut. Da können wir ja jetzt endlich für Strom sorgen. Eine Windturbine. 32, 40. Hier gibt's 40. Dann werde ich mich wahrscheinlich auch hier um Strom kümmern. Und eine gleich neben der anderen stellen. Ah, mit der zweiten müssen wir warten. Hauptsache, wir haben erstmal eine, um überhaupt 40 Megawatt zu produzieren. Das ist ja schon mal ganz nett. Und wenn wir dann die Umspannungswerke hier hinstellen und hier unten noch eins hin, dann kommen wir bestimmt auch irgendwann hier drüben zur Schmuckfabrik, um den Rest noch aufbessern zu können. So verkaufen wir den feinen Schmuck, den teureren feinen Schmuck. Und alle lieben mich. Wir sind jetzt auch bei 54% der Zufriedenheit, weil die Nahrungsqualität sehr hoch ist. Auch die Sicherheit ist sehr hoch, der Respekt ist sehr hoch. Arbeitsbedingungen sind okay, genauso wie die Qualität vom Gesundheitswesen. Aber Wohnqualität, Religionsqualität und Umwelt sind noch nicht ganz zufrieden. Liegt mitunter daran, dass wir nur eine einzige Müllkippe haben und die auch völlig überlastet ist. Ja, wir sollten hier definitiv zwei haben. Vielleicht demnächst. Wer weiß, was wir alles verkaufen jetzt.
Immerhin 31.000, dann bin ich auch bereit, eine weitere Müllkippe zu bauen. Allein schon für diesen großen Erfolg mit dem ganz vielen Geld, das wir hier bekommen haben, baue ich gerne eine weitere Müllkippe. Sehr schön. Okay, die Windturbine wird gebaut. Dann werden wir uns jetzt um ein Umspannwerk kümmern, sobald die fertig ist. Da soll angeblich einer bauen. Der fährt gerade hin. Unsere Unterhaltung ist relativ hoch gegangen. Servicequalität 35. Präsidente Müsli. Vollständig biologisch für Leute wie Sie, Sunny. Aus Substanzen, die nicht mal Tiere fressen würden. Ein Müsli kann gar nicht biologisch genug sein. Aber die Marke Präsidente läuft gut, oder? Klar. Er ist so beliebt, dass ich unter seinem Namen einfach alles verkaufe. Genauso ist es nämlich. Einmal bitte schnell fertig bauen. Oh, das können wir sogar hier hinsetzen. Vielleicht klappt das. Aber ich glaube, es wird noch ein ganz kleines Stück fehlen. So, da hinsetzen, das macht ihr fertig. Kann es mir nicht leisten, das auch noch in Auftrag zu geben. 8 neue Einwanderer für Tropico. Oh, so langsam geht's doch aufwärts. Sehr schön. Wir bekommen jetzt auch Oberschüler. Wir bekommen Grundschüler. Wo ist denn? Ach da, die Grundschule. Ja, sehr gut. Buenas tardes. Ein schöner Tag, nicht? Nein, ihr wollt Geld haben, also es ist kein schöner Tag. Ein bisschen was importiert, das ist okay. Aber auch ein bisschen was exportiert. Und wenn wir erstmal das Umspannwerk haben, dann sind wir relativ weit schon. Und dann können wir auch die ganzen Wohnqualitäten noch weiter hochschrauben. Für 1000 und natürlich 2 Megawatt. Na, will das keiner fertig bauen? Was macht ihr schon wieder den lieben langen Tag? Ihr fahrt wieder durch die Gegend? Keiner will das fertig bauen. Alle wollen sie bloß nach Hause. Ist auch noch was zum Bauen. Die Mülldeponie. Ah, da fährt schon einer hin. Na, endlich. Und da kommt auch einer. Nee, der ist nicht dafür gedacht. Der wollt bloß nach Hause. Eine Dürre, Präsident. Ja, ja, die Dürre ist nicht schlimm. Wir bezahlen gerne 1000 pro Monat, um die Felder zu bewässern. Und es werden auch nicht viele Felder leiden, wenn ich das richtig sehe. Felder bewässern. Das mache ich gerne, bevor die mir hier einfach kaputt gehen und das ewig nicht klappt. Fehlt noch irgendwas? Ist noch irgendwo ein Feld? Nö. Sehr gut. Haben wir super gemacht. Wir haben es unter Kontrolle. Und wir sind jetzt bei 28.000. Das heißt, das Umspannwerk kann jetzt hier vorne noch gebaut werden. Ich habe mir schon gedacht, dass das nicht ausreicht. Schnell bauen. Und dann gibt es Endfertigung. Teurer, feiner Schmuck für uns. Und für unsere tropikanischen Bürger natürlich. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Wir haben jetzt auch ganz, ganz viele Einwohner. Und werden uns richtig schön ausbreiten. Jetzt haben wir die Möglichkeit dazu und wir sollten sie auch nutzen. Eine Salzmine können wir hier vorne ebenfalls hinbauen. Aber andersrum, so rum. Ach, ich brauche Geld. Halleluja, ich brauche Geld. Und wir brauchen noch ein weiteres Fuhrparkbüro, merke ich gerade. Da ist eins. Da ist eins. Wir haben jetzt 2. Verdammt. Und das bei so vielen Betrieben brauchen wir eigentlich schon 3. Mindestens. Aber hey, wir haben wieder Schmuck bekommen. Und zwar schön teuren Schmuck. Teuren und feinen Schmuck. Da wird Europa richtig glücklich sein und die Unterhaltung geht auch hoch. Sehr gut. Gleich ist sie auf 50. Die Religion muss noch ein bisschen steigern. Sich ein wenig steigern. Ein Schiff hat angelegt. Kriegt jetzt erstmal ganz viele Waren. Und 131. Teuren Schmuck verkauft.
20.000 haben wir jetzt im Plus. Das heißt, wir kümmern uns jetzt wieder um Unterkünfte. Erstmal weitere Mietshäuser. Da bauen wir... Ja, hier noch eins hin. Wir wollen hier auch gleich noch ein Parkhaus haben. Möchte auch Apartments haben. Wo am besten? Wie wäre es hier? Gut, das reicht. Aua. Ja, das reicht definitiv. Haben die Schweine mir wieder ganz viel abgezogen. Okay. Wenn ihr es so wollt. Hier bauen wir dann noch eine Kirche hin, dann geht die Religionsqualität auch höher. Ehrwürdiger Herrscher, der mächtige chinesische Drache hat eine Bitte an Sie. Ah, guck mal, Ananaskonserven. Wir erhalten sogar die Baupläne für eine Konservenfabrik, wenn wir den Auftrag nur annehmen. Na, bitteschön. Müssen wir die nur bezahlen. Präsidentin, wussten Sie, dass Papier aus Bäumen hergestellt wird? Reißen Sie alle Zeitungen ab. Ja, natürlich, damit die Freiheit kaputt geht. Du kannst mich mal. Sunny, hör auf. So, der teure, feine Schmuck wird hergestellt. Das ist gut so. Ganz viele Oberschüler, die daran arbeiten. Die Hochschule ist leer. Warum ist sie leer? Weil sie niemanden mehr zu unterrichten hat. Wir haben sämtliche Hochschüler schon in ihre Jobs eingearbeitet. Das freut mich. Sogar die Hochschüler hier sind mit drin. Das sind alles Oberschüler. Da haben wir auch Hochschüler in der Klinik. Dann werden wir da drüben noch eine Klinik bauen. Juhu, wir haben nicht viel exportiert, nur 4.400. Und jetzt kommen die ganzen Waren. Jetzt, wo das Schiff weg ist. Leckt mir doch die Füße. Schon haben wir wieder Staatsschulden. Es ist doch zum Heulen. Ach, Mann, 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 Mann. Wir werden hier eine Klinik hinbauen müssen. Und ich will hier eine Kirche haben. Nicht, weil es unbedingt sein muss, sondern um diese Aufgabe zu erfüllen mit der Religionsqualität. Sind bei minus 5.000. Was macht ihr denn? Hättet ihr mal schneller produziert, ihr Idioten. Wo bleiben meine Staatssubventionen hier? Wählen Sie nicht, das ermutigt Sie nur. Danke. Schiff. Ein Schiff wird kommen in weniger als einem Monat. Jo, dann bauen wir demnächst eine Konservenfabrik, aber noch nicht jetzt. Jetzt brauche ich erstmal Ananasfarmen. Und schon wieder sind unsere Auslandsbeziehungen schlechter geworden. Es ist doch zum Heulen, ihr kriegt nichts hin. Verkauft ihr diesmal wenigstens ordentlich was? Oder sind diesmal wirklich nur Papayas da auf dem Boot? Elf neue Einwohner für Tropico. Ich segne dich, mein Sohn. Die Zeit ist reif, eine neue Kathedrale zu errichten. Ja. Die will ich dir gerne geben. Aber ich muss erst einmal arbeiten. Meine Leute genauso. Die irgendwohin unterwegs sind, nur nicht dahin, wo sie hin sollen. Das ist nicht wahr. Kein Geld für Importe, ja. Gut. Gemerkt. Ist ja schön, dass ihr auch endlich mal kommt. 29.000. Ja, es wurde auch Zeit. Danke, danke. Hat sich ja nur um Stunden gehandelt, bis ihr endlich mal zur Arbeit gekommen seid. Präsidente, tut mir sehr leid, aber die Menschen möchten... Bauen Sie 10 Statuen. Das machen wir gleich. Jetzt baue ich erst einmal eine Klinik. Wirtschaft und Wohlstand. Eine Klinik kommt hier vorne hin. Gut, dass wir Hochschüler haben. Außerdem baue ich hier auch noch eine Kirche. So. Dann haben wir schon mal das Wichtigste. Wie sieht's aus mit dem Müll? Naja, wird so langsam eingedämmt. Ist noch nicht perfekt, aber es wird schon besser.
Sehr gut. Irgendwann brauche ich auch eine weitere Turbine. Jetzt warte ich erstmal, bis ich wieder Geld habe. Hier wurde schon mal ein bisschen was gemacht. Ihr habt genug zum Produzieren, keine Sorge. Euch wird es nicht so schnell ausgehen. Da ist das Schiff. Wieder 8 neue Einwanderer für Tropico und 40.000. Ja, sehr gut. Farm Ananas. Ananas ist jetzt sehr wichtig. Was ist das hier? Eine Papaya-Farm. Ja, Papaya ist auch ganz nett, aber ich brauche Ananas für die Konservenfabrik, um die Ananas-Konserven verkaufen zu können. So, Industrie. Konservenfabrik. Ist schon erforscht, braucht nur noch die 13.000. So, dann brauchen wir noch ein Fuhrparkbüro. Kommt hier mit hin. Okay, okay, okay. Und wir brauchen noch eine Ranch für Vieh. Leute fordern ganz offene Wahlen. Das könnt ihr haben, ihr mögt mich ja eh. Unterkunft Mietshaus, auch gleich daneben. Eine Mine. Zeigt mal alle an. Da könnte Bauxit hin. Da Eisen, da auch Eisen. Dann machen wir erstmal Eisen hier hin. Regierung, Nahrung und Rohstoffe. Mine für Eisen. Hier hin. Religion mit den Ananaskonserven und der Einwanderungsbehörde. Vielen Dank fürs Ansehen und bis gleich!